Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Von und mit Mr. Nandos, dem Let's Play Opa. Und wir müssen hier Dinge zerschneiden. Ich hoffe, dass das Werkzeug, was ich dafür benötige, noch einsatzfähig ist. Sprich, genügend Energie hat oder Ladung hat oder was auch immer. Das war dieses nette Gerät. Doch, ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich immer noch so ein bisschen rum. Dann mal ran an die Pins. Das war der erste. Die zwei. So, und? Kabums dich. Meine Güte, nee. Die will's aber direkt wissen. Moment. Bin noch nicht ready. Dann irgendwie mal eben Waffen. Dead Eye. Hallo, bleib dabei mit der Dead Eye. So. Wo ist sie denn? Die lässt nicht mit sich reden. Das ist unschön. Dann schauen wir mal, ob mit der Dame noch irgendwas zu machen ist. Ach, man kann jetzt will sie mit uns reden. Aha. Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Ja, okay. Nichts mehr machen. Also, ne, hier nicht mehr die Kamera bewegen. Ich bin nicht hier. Sieht irgendwie komisch aus. Naja, egal. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Du willst wohl unbedingt sterben, was? Warum reißt die Fürst sich Ackerland unter den Nagel? Die Fürst hat doch sicher eine Basis. Wo liegt sie? Ich fange erstmal ganz leicht an. Das sagst du jetzt. Ah, okay. Aber so wird es vermutlich enden. Ja. Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst. Schön. Bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Ich gehe erst, wenn ich Infos über die Fürst bekommen habe. Wie hat das Leben dich gequält? Ich bleib mal erstmal nett. Ich wurde von allen nur missbraucht. Und verlassen. Ich habe die Menschen aufgegeben und auf Maschinen gesetzt. Erst als ich bei der First Cavalry Major Hall kennengelernt habe, konnte ich wieder jemandem vertrauen. Okay, aber wie gesagt, ich gehe erst, wenn ich hier die Infos über die First habe. Wie wäre es mit einem Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können. Aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde und lass mich in Frieden. Okay, wir haben eine verschlüsselte Slate erhalten. Da kennen wir ja jemanden, der uns da weiterhelfen kann. So, jetzt können wir die gute Dame auch mal sehen für einen kurzen Moment. Ich gehe da mal ganz kurz nochmal hin. So. Ja, was immer du hinter dir hast, Maya. Übel für dich gelaufen. Was für eine Geschichte sie letztendlich hat hier von wegen, da ich bin immer nur ausgenutzt worden und so weiter und so fort. Ja, weiß man nur in Ansätzen. Okay, kann ich hier noch Sachen mitnehmen? Oh, jo, ich glaube, das sollte gehen. Jo, das hört sich auch gut an. das Ding brauchen wir, glaube ich, nicht mehr.
Den Verteiler nehme ich mal mit. Und ja, Sie überlassen wir immer Ihrem Schicksal. So, mein Freund. Naja, wir sind Freunde. Alles gut. Jetzt geht das schon wieder los. Warum habe ich das hier aufgemacht? Das hat mich dazu getrieben. Nein, das bleibt da drin. Was haben wir hier Schönes? Tablettenfläschchen, aber leer. Oder zumindest nichts drin, was wir irgendwie bewerten könnten. Die Dietriche nehme ich mit. Und wir machen uns auf den Weg zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder irgendwelche Probleme bekommen mit irgendwelchem Viehzeug. Das Viehzeug vielleicht, aber nicht noch mit irgendwelchen Robotern. Die müssten wir ja irgendwie, sagt er, eigentlich müssten wir die ja, ne, und so alle erledigt haben. Roma-Pack. Da nehme ich noch. Bin ich alles übersehen? Ich gepennt in der letzten Folge anscheinend. Ja. Cool, ja. Irgendwie tut sie mir leid. Ja, scheint ja da wirklich da irgendwie auch, ja, ich mit meinem irgendwie. Sie scheint ja doch wohl ausgenutzt worden zu sein, manipuliert worden zu sein, wie auch immer. Weil ich mir dann auch immer sage, da gehören immer zwei zu, ne? Jemand, der sich ausnutzen lässt. Uns manipulieren lässt. Und jemand, der manipuliert und ausnutzt. Aber da lässt sich auch immer leicht sagen. Man kennt ja jetzt ihre Umstände nicht und so weiter und so fort. Denn die ganze Geschichte. Nun gut. Weiß ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Oh jo, auf jeden Fall. Birne 40. Nehmen Transfer. Achso, nee. Zurück. Soll doch angeblich eine Taste geben, mit der man jetzt hier das auch sofort verkonsumieren kann. Irgendwie finde ich die hier nicht. Naja, egal. Gut, wahrscheinlich wird sie hier in der Tastaturbelegung zu finden sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Die Pack nehme ich mit. Munition auch. So, gibt es hier sonst noch was zu entdecken? Ich meine, wir genügend Medipacks verbraten in den letzten Folgen hier. Entschuldigung. Ich habe immer noch so ein bisschen so ganz leichtes Kropfen im Haupt. Von daher meine gelegentliches Respawn. Wie komme ich hier wieder weg? Da muss irgendwo was sein, was ich noch nicht sehe. Was macht Kaffee? Ja, das Kaffee ist auch wieder am Start, wie sie dort gehört. Sie war doch dieser Fahrstuhl, mit dem wir gekommen sind. Ich weiß nur nicht, funktioniert der nicht oder wie? Oder irgendwas da war doch damit. Versucht den mal zu aktivieren. Der geht aber nur nach unten, der geht nicht nach oben. Ne? Das war das Problem. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich da mein Booster Pack, aber ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Da habe ich so meine Bedenken. Alles hier mit. Die lässt sich, glaube ich, nicht betätigen. Weil hier Knopf kaputt und so, ne? Man kennt es. Ich bin direkt wieder eingeflust. Ja, Moment. Die etwas sehr schummrige Beleuchtung hilft jetzt auch nicht gerade weiter, da irgendwie eine Lösung zu finden. Er zeigt mir aber immer wieder hierhin.
Weißt du nichts? Oder kann man hier hochkrabbeln oder so? Nee. Was übersehe ich? Was übersehe ich? So. Kurios. Moment, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe? Oder bis jetzt nicht genutzt habe? Ein Augenblick. Weil weitläufig ist es ja hier schon so ein bisschen. Aber ich sehe jetzt noch keine Abzweigung, die irgendwie unbekannt gewesen wäre. Naja, das führt uns immer alles an diese Stelle. Dahinter muss irgendwas sein. Klar, unser Ziel, die Frage ist, oder zumindest ein Etappenziel, die Frage ist, wie komme ich da hin? Der Ding ist im Eimer. Was die Tür kann ich nicht nutzen. Houston, wir haben ein Problem. Die geht auch nicht. Ich habe mich jetzt hier glücklich mit allen möglichen Sachen eingedeckt. Und komme hier aus dem Teil hier nicht mehr raus. Vielleicht muss ich da oben an einen von den Konsolen da doch noch was machen. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, diese Sicherheitstüren da zu entriegeln oder so? Hat da hier schon alles eingesteckt, ja? Jetzt ja. Sorry. Gibt es hier irgendwie einen direkteren Zugang oder so? Ich fürchte aber nein. Also jetzt sehr seltsam. So. Einen Augenblick. Digitaler Bildschirm, den nehme ich noch mit. Ich glaube, hier kann man nicht viel machen. Genau, die Geschütztürme. Die sind ja von mir alle zerstört worden. Das heißt, hier kann ich eh nichts tun. Mir das mal wieder hier alles rein. Ja, mit ihr reden kann ich auch nicht. Die will einfach nur in Ruhe sterben. Oh. Bleak House, Kapitel 1 in der Kanzlei. London. Das Herbstsemester ist zu Ende. Der Lord Kanzler sitzt in der Lincoln's Inn Hall. Unerbittliches Novemberwetter. So viel Schlamm auf den Straßen, als hätte sich das Wasser eben erst vom Angesicht der Erde zurückgezogen. Es würde wohl kaum jemand mit der Stirn runzeln, wenn plötzlich ein 40 Fuß langer Megalosaurus wie eine elefantöse Eidechse den Holborn Hill hinauf watschelte. Aus den Schornsteinen senkt sich der Rauch und erzeugt einen sanften schwarzen Nieselregen mit Rußflocken so groß wie voll ausgebildete Schneeflocken, die, so könnte man meinen, um den Tod der Sonne trauern. Die Hunde sind im Schlamm nicht voneinander zu unterscheiden. Den Pferden bespritzt bis auf die Scheuklappen, da geht es kaum besser. Und die Fußgänger schubsen sich in eine regelrechte Epidemie der Übellaunigkeit gegenseitig mit den Regenschirmen, sodass sie an den Straßenecken den Halt verlieren, wo zehntausende andere Fußgänger seit Tagesanbruch, sofern dieser Tag überhaupt angebrochen ist, bereits ausgerutscht sind. Und so fügen sie den unzähligen Schlammkrusten, die an diesen Stellen zäh am Pflaster kleben, noch weitere hinzu mit Zins und Zinseszins.
Bleak House, eine vernichtende Satire über das britische Justizsystem, gilt bei vielen Experten als Charles Dickens bester Roman seiner Karriere. Okay, interessant. Gut zu wissen. Hilft mir aber auch nicht weiter. Ganz nette Anekdote oder Geschichte am Rande, aber wie komme ich hier raus? Moment. Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist auch so ein Aufgang oder so ein Weg mit diesen Kristallen da besteht, aber nein, dem ist nicht so. Na, ich muss ja irgendwie hier einen Weg zurückgeben. Hä? Ja, ist ein bisschen sehr, sehr seltsam. Was übersehe ich? Also da war bis auf diese Geschützsteuerung war da weiter nichts. Wie gesagt, eine Entriegelung der Sicherheitstüren wäre sehr interessant gewesen, das machen zu können. Aber anscheinend, wenn ich da nichts übersehen habe, ist da in dieser Richtung nichts zu finden. Nö, das Ding steht einfach da nur imposant im Wege rum. Man kann damit nichts tun. Normalerweise, wenn halt ein entsprechender Weg angezeigt wird, konnte man den bis jetzt auch immer irgendwie beschreiten. Problem ist, man sieht halt auch relativ wenig. Irgendwie mit einem Zwischengang oder so. Das Ding kann man ja nicht reparieren. Tja, der hatte ja wahrscheinlich auch keine Idee. Muss irgendwo noch ein Aufzug existieren oder irgendwie ein anderer Weg existieren, mit dem man wieder in die oberen Etagen kommt. Hier, wie gesagt, wäre eventuell die Möglichkeit gegeben, wenn man denn die Türen öffnen könnte. Da ist eine Sackgasse, das führt genau nirgendwo hin. Ja, schlag mich tot. Komme ich nicht mehr raus? Ich wüsste jetzt auf die Schnelle so halt nicht wie. Man kommt mit den Boostern einigermaßen hoch, aber jetzt auch nicht ewig. Ach, ist da eine Treppe? Moment. Habe ich das jetzt gerade geträumt oder war da eine Treppe? Ist doch was. Das sind doch Treppenstufen, oder sehe ich das falsch? Unbedingt mal. So könnte das klappen. Oder auch nicht. Die führen aus irgendwelchen Gründen hier hin und dann ist. Oh, okay. Da war mal was, oder wie? Ich sehe null. Das sieht aber auch wieder so aus, als wenn da irgendwie was wie so eine Treppe wäre. Der Schatten sagt ja. Die Frage,
Kommt man da hin? Und wenn ja, wie kommt man da hin? Ich weiß nicht, ob das, was ich hier mache, in irgendeiner Form zielführend ist. Hier ist einfach mal aus. Okay. Ich bin jetzt irgendwo gelandet. Mit ganz viel Glück. Moment, da geht's weiter. Wenn überhaupt. Wo bin ich jetzt hier? Knopf aktivieren. Ich will hier nichts aktivieren, solange ich nicht weiß, wo ich bin. Waren wir hier schon mal überhaupt? Oder soll ich jetzt was komplett Neues? Das ist sehr interessant. Ich nehme das erstmal so hin. So wirklich was gebracht hat das jetzt nicht. Wie kommen wir denn hier weg und raus? Eigentlich nicht so aus, als wenn da irgendwie ein Weg nach oben gehen würde. Aber, wieso kommt man überhaupt hier hin? Also, okay. Entweder die eine oder die andere. Die leeren Truhen und zerstörten Roboter sagen mir aber, dass ich hier mal gewesen bin. Voilà. Unter Umständen renne ich jetzt in die verkehrte Richtung. Irgendwie weiter. Da ist wieder irgendwas. Moment, Augenblick. Nein. Ja, ist ja gut. So. Zum Geier bin ich jetzt wieder gelandet. Ich entsinne mich dunkel. Aber ich weiß zum Verrecken nicht. Wo wir da gekommen sind. Bin ich damals hier rauf oder hier runter spaziert?
Ja, okay. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle erstmal einen Break, bevor ich hier noch tausendmal hin und her renne und mich überhaupt nicht mehr orientieren kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und ich habe bis dahin irgendwie einen Weg gefunden, wie ich hier wieder rauskomme. Ich habe mich irgendwie wahrscheinlich vollkommen verfranst. Egal. Wie dem auch immer sei, macht's gut, genießt die Zeit.